Willkommen zurück bei DGV. Ich bin Sir Doomsday. Willkommen zurück zu Resident Evil Village. Willkommen zur 9. Folge. Und in der letzten Folge haben wir mehr oder weniger das Dorf erkundet und haben dann von Duke die Nachricht bekommen, wir sollen die Grafen ausschalten, um die Falcon zu sammeln für Rose. Und ja, eine haben wir ja schon erledigt. Und ich wollte mich jetzt hier runter zu Moreau begeben, weil ich nämlich versuchen wollte, hier reinzukommen. Deswegen werden wir... Oh, hier geht's ja rechts auch noch lang. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Hier geht's zum Weinberg. Okay, kann ich da wieder... Nee, hä? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Moment. So viele Geräusche. Der Weg führt... Ach, der Weg führt mich zu Donna. Nee, Donna will ich jetzt noch nicht. Donna ist gruselig. Wie gesagt, mein ursprünglicher Plan ist erstmal jetzt hier hinzukommen. Ich hoffe, ich komme von hier dahin. Hä? Das ist doch vierköpfig. Vier Geflügelten... Naja. Passt nicht, die Tür ist mit einem viergeflügelten Wesen dekoriert. Ja, was hab ich? Ah, ich hab das... Ah, okay, ja. Ich hab einen Adler und ich brauche aber ein Embryo. Okay, dann wird's natürlich jetzt nichts mit meiner Idee. Dann bleibt mir ja eigentlich nur... Donna. Oh Gott. Jetzt kommt die Horrorpassage in dem Spiel. Wurde mir gesagt. Na dann, auf zur Horrorpassage. Also die richtige Horrorpassage. Die Gruselpassage. Oh Gott, wenn ich das schon sehe. Ich hasse solche creepy Puppen. Sehr einladend hier. So, hier war eine Nische. Das heißt, hier gibt es doch bestimmt irgendwas. Oder auch nicht. Dieser Wald ist sehr einladend. Kann ich das hier nicht zum Schluss machen? Sieht sehr stabil aus. Ja gut, besser als die da drüben. Oder die da drüben. Ethan. Was? Ethan, komm mit. Ich muss dir was sagen. Mia? Was geht hier vor? Hast du was Falsches vergessen? Du hast Hallos, Ethan. Rose ist anders. Ethan, du musst ihr helfen. Was zum Teufel ist das? Alle verlassen mich. Sogar Rose. Ich will nicht allein sein. Das ist nicht real. Nee. Das unterschreibe ich. Benevintios, 1987 bis 1996. Das ist das Mädchen, das ist gerade mal 9 Jahre alt. Spinne ich jetzt?
deine Erinnerung ab. Was denn für ein... Ach, das Foto oder was? Kein Bäuer. Was zum Teufel? Wait, hier ist ein Schatz. Ich kann keine Waffe ziehen. Doch, kann ich. In dem Sarg drin oder was? Kann ja leider nichts machen gerade. Wäre ja auch, glaube ich, zu einfach, an so einem goldenen Schatz ranzukommen, oder? Da war... Er war zu wegen Gebüsch. Was war hier? Hat die Wand verschlossen, ja genau. Gehen wir mal hier ins Dunkle. Nasse. Etwas. Sehr einladend. Fahrstuhlmusik fehlt. Cool aus. Also vom außerhalb des Hauses sieht cool aus. Drinnen sieht es bestimmt nicht cool aus. Heißt Haus Beneviento. Da werde ich bestimmt auch den Schlüssel finden für das mit dem Geigensymbol. Irgendwo, wenn ich ihn finde. Seite, was gibt's da? Bisschen nix. Kaputt machen. Nö. Wo läuft Ethan eigentlich hier so langsam? Irgendwas sein. Ich habe jetzt hier gar nichts gesehen. Ja, nein. Hä? Doch. Das gehört auch noch dazu. Oh, ein gutes Haus.
Okay, was soll mir das sagen? Okay. Oh, creepy. Hey, hier gibt's doch gar nichts. Ach, der Zettel war einfach nur... Nee, halt. Ich bin im Wohnzimmer. Hier gibt's nichts und da hinten ist ein Fahrstuhl. Oder eine Tür, Fahrstuhl. Nichts. Hä? Frech. Oben geht's ja auch noch lang. Trotzdem check ich nicht, was hier sein soll. Zählt oben das mit zum unteren Bereich? Ne, wahrscheinlich nicht. Ne. Okay. Gästezimmer, hier gibt's ja gar nichts. Ja, ein bisschen enttäuscht. Creepy. Ach, so sah sie wahrscheinlich früher mal aus, hä? Aber was soll hier sein? Hier ist rot. Alter, ging's nicht lang. Okay. Die ist komplett dicht. Warum auch immer. Schauen wir mal weiter. Ist zwar schade, aber ich kann leider nichts finden. Nach unten natürlich. Können wir nicht nach oben fahren? Oben ist heller. Wenn nicht gerade Nacht ist. Was sind wir jetzt? Hier rum. Ist ebenso leer. Oh, ne, geht gar nicht auf. Ein bisschen verschimmelt. So. Warum ist hier eigentlich alles rot? Oh, ne, hier ist blau. Aber mische ich noch nicht hin. Fällt er hier nach drüben? Oh ne, der war ja zu. Hier passiert gerade echt nicht viel, ja? Ist das vielleicht ein Schlüssel irgendwo? Nein. Alkaloide von Gebirgspflanzen. Guck mal, hier ist ein Projektor und kannst es nicht benutzen. Ist auch selten bei Resident Evil. Na gut. Dann gehen wir mal da, wo die creepy Musik herkommt. Na dann.
Ah ja. Das riecht doch mal voll nach einer Falle. Ah, man kann hier speichern, okay. Dann mache ich das doch mal. Weil ich glaube, jetzt geht der Kampf sofort los, weil da sitzt sie ja. Vor allem kann ich mich selber. Wir haben die schon gesehen. Warum steht denn der so? Ist gerade Marathon gelaufen oder was? Na dann. Verarscht einen, gell? Na komm, werd wach. Ich habe so lange auf dich gewartet. Ich wäre eine viel bessere Tochter als Rose. Bitte, darf ich bei dir bleiben? Für immer? Was? Also ich will gleich mal sagen, großen Respekt an Capcom bzw. an die Synchronstudios, dass sie dieselbe Synchronsprecherin genommen haben wie bei Borderlands 3, Tiny Tina. Großes Lob. Wo ist meine Waffe? Ich hab keine Waffe. Was? Frech. Soll das Mia darstellen? Ich habe ja gar nichts mehr. Na dann. Hä? What? Diese Puppe ist Mia? Wie soll ich. Was will das Spiel jetzt von mir? Soll ich Mia jetzt auseinandernehmen oder was? Also, die Puppe Mia. Da waren noch Schlüssel. Machen. Was für ein Tritt! Glaubst du's? Verrückt! Wie viel Energie sie schon hat! Soll ich jetzt hier weitermachen oder brauchte ich nur den Schlüssel? Oh ne, es sind mehrere Teile. Okay. Ich muss die. Ach so. Ja, brauche ich eine Schere, okay. Damit kann ich nichts machen. Dann muss wohl jetzt der Kopf dran. Gott, ist das creepy. Hä? Hält wahrscheinlich in ihrem Mund zu stecken, aber mit bloßen Fingern bekommt man es nicht raus. Okay, das ist ganz schön creepy. Ich brauche eine Schere und wahrscheinlich eine Pinzette oder so. Dann
Machst du wieder zu? Ach, lass halt auf. Hä? Waschbecken. Ach so, ab. Ah, okay, ja, verstehe. Natürlich. Ehering. So. Okay, ich kann mich im Schrank verstecken. Was mir das alles bringt, weiß ich auch noch nicht. Mehr gibt's hier nicht. Die lassen einen hier echt dumm sterben. Ja, ich habe den Ring sauber gemacht. Soll ich jetzt wieder dranstecken oder was? Nee, geht nicht. Kannst du die irgendwie umdrehen oder so? Ich habe keine Schere. Macht aber nur. Jetzt vielleicht raus? Nee. Brauche ich jetzt einen Schlosscode? Okay. Hä? Ohne Schere komme ich da hier überhaupt nicht weiter. Wird ja echt dumm stehen gelassen. Schreibmaschine kann ich nicht benutzen. Also kann ich schon benutzen, aber bringt mir jetzt hier nichts. Oh, wo kommt denn der Raum auf einmal her? What? War der Feuer schon da? Da muss was rein. Wow. Okay, ich muss mir kurz das Auge angucken. Ha. Da brauche ich Schere. Hier kann ich nichts mehr machen. Und hier waren die Augen alle zu. Okay. Und nun, ne? Und die Schere geht sich weiter. Wenn ich mich hier reinstelle einfach. Ethan, was geht ab? Kriege ich jetzt eine Schere her? Verdammt. Das sieht aus wie so eine Kiste aus Resident Evil 7. Aber er nimmt sie hier irgendwie nicht. Ich verstehe jetzt nicht, was ich machen soll, ey. Bist du echt dumm stehen gelassen.
Quatsch? Null fünf, 29, 11. Gott. 05 29. Andere Richtung wäre schon aber gewesen. 1 11. Ah, hier ist egal. Nee, so. Kann mich ja ewig dumm und dämlich suchen. Hier noch irgendwas? Ich hätte mich auch ewig drauf aufhalten können jetzt. Ach, moin. Mach mal die Tür auf. Wird bestimmt noch wichtig werden. Irgendwas oder? Was? Spieluhr. Wo ist die Spieluhr? Die hier. Wie kommt die hierher? Was? Oh Gott. Wait. Die dahin, oder? Nee. Nee, warte mal. Das so, so. Das ist nicht okay so. Pinzette. Könnte ich mich von euch echt ewig in dem Raum dumm und dämlich so. Es fehlt noch die Schere, mach mal die Tür zu. Dankeschön. Was ist das? Okay. Hier knarrt überall in den Ecken. Und hier gibt's jetzt der Filmprojektor. Jetzt funktioniert er, vorhin nicht. Unsere glückliche Familie. 1. Rose bester Freund auf der ganzen Welt. 2. Diese Geschichte liebt sie. 3. Das Wichtigste in unserem Leben. 4. Ein Hochzeitsgeschenk von Oma. 5. Ethans Beweis für seine ewige Liebe und Treue. Was war 3? Das Wichtigste in unserem Leben. Was ist das auf Rose? Ehering? 4. Ein Hochzeitsgeschenk von Oma. Und die 5 war ebenfalls für ewige Liebe. Die 3 fehlt. Das Wichtigste in unserem Leben ist die Gesundheit, würde ich mal meinen. Okay, hier kann ich nichts machen. Ist das ein komisches Rätsel hier, ey? Ah, hier brauche ich irgendwas? Habe ich nicht. Ich glaube, ich muss mal die Panzette benutzen. Wäre, glaube ich, eine kluge Idee. Der Boden sieht komisch aus. Hä?
Ah, das ist das Foto. Was darf Ethan nicht erfahren? Frag Mia, oder? Da. Filmstreifen. Was? So, die Reihenfolge soll ich jetzt machen. Ja, nee, warte mal. Rose, bester Freund auf der ganzen Welt. Das ist der Teddy. So. Diese Geschichte liebt sie. Naja, sie versteht sie zwar noch nicht, aber okay. Deswegen ist in unserem Leben. Da darf dann Rose sein. Ein Hochzeitsgeschenk von Oma. Und Beweis. So. Achso, Viereck. Die Samara oder was? The Ring. Okay. Hat zwar jetzt irgendwie nicht ganz zu dem Filmstreifen gepasst, aber. Ich stelle das jetzt mal nicht in die Frage. Oh. Puppen, yay. Ist gar nicht creepy. Schere! Zeit wird's. Was haben wir hier? Ah, okay. Jetzt gibt's Resident Evil 7 Flashbacks. Stimmt, da fällt mir gerade ein, was ist eigentlich mit dem Sohn geworden? Ah, natürlich. Jetzt, wenn ich weggehe, klingelt's. Bitte, Ethan, hör mir zu. Ich wollte es dir nicht verheimlichen. Mia? Ich wollte dich nicht nochmal verlieren. Ich hatte Angst um unsere Familie. Mia, wovon redest du? Was tun? Leg doch nicht einfach auf. Gut. Wir machen mal die Tür hier öffnen. So. Das ist keine Abkürzung. Und was haben wir hier? Da könnte jemand hier etwas einsetzen. Ja, ein Baby. Hab ich nicht. Hey. Hier geblieben. Mia! Jetzt ist sie weg. Hey! Schmeißt ihr mit Arm? Lieber Arm dran als Arm ab, ne? Da ist das Baby drin. Oder das Problem. Messingscheibe. Okay. So, das jetzt mit der Scheibe hier, gell? Ja.
aber ich wollte noch mal gucken. Nein, die Schere. Ob ich hier irgendwas... Nee. Okay. Schere wird nichts sein. Nein. Dann setzen wir doch mal die Scheibe ein. So. Der Adler war offene Flügel. Okay. Ey. Jetzt im Mirror. Ey, das ist ja gar nicht gruselig hier. Schlüssel zum Sicherungskasten. Das ist Mia. Okay. Ja genau, jetzt ist hinterher abgeschlossen, muss Abkürzung gewesen wäre. Oh, what? Oh, geh doch rein. Alter, WTF? Darf ich jetzt hier rechts lang gehen? Ich hoffe's. Was war das denn für ein Embryo? Eines Kindes.
Sicherung kommt man hier nicht weiter. Ich habe keine Sicherung. So, er muss jetzt wieder hier hin. Ich will jetzt bestimmt nicht denselben Weg nehmen, wa? Vielleicht doch. Ah ja. Ist klar. Wie lang ist nicht? Gibt's irgendwas? Sicherung vielleicht? Was verstecken? Nee. Sicherung. Oh Gott. Ich glaube, wir kriegen gleich wieder Gesellschaft. Ganz schön creepy. Darf ich jetzt die Sicherung reinmachen? What the fuck, ey? Was ist das denn? Dass wir gerade hier sind, das trifft sich gut, denn ich würde nämlich mal behaupten, wir haben die Zeit erreicht und machen hier jetzt Schluss mit der 9. Folge von Resident Evil Village. Ich würde mich natürlich freuen, wenn er mich weiterhin begleitet. Also, wir sehen uns, beziehungsweise wir hören uns. Bis dahin, haut rein, euer Doomsday bei DGV.